Wir hier auch schon die ersten Herren, die bereits drinnen sind in den Blöcken. Hier das Insert für die Starter. Bahn 1, Marcel Degnagy aus Ungarn. Der hat bereits eine Silbermedaille bei Europameisterschaften gewonnen, aber das ist auch schon wieder unglaubliche 7 Jahre her. Bahn 2, Markus Kornfeld aus Österreich. Bahn 3, Johannes Treffz, der deutsche Meister, hier klar der Rennfavorit. Bahn 4, Mateo Rusic aus Kroatien. Bahn 5, Martin Kucera aus der Slowakei. Und auf der Außenbahn Österreichs schnellster Mann wahrscheinlich Dominik Hufnagel von SVS Leichtathletik mit einer Bestleistung von 47,00 Sekunden. Aber achten Sie auf die Bahn 1, aber vor allem auf die Bahn 3, den großgewachsenen Deutschen im schwarzen Trikot, Johannes Treffz, der natürlich sich auch irgendwie, wenn es geht, für die WM qualifizieren möchte. Da liegt das Limit bei 45,30 Sekunden. Seine Bestzeit liegt bei 45,70 Sekunden. Dazu sei gesagt, der österreichische Rekord, der wurde auch hier erzielt vor einigen Jahren, damals von Clemens Zeller vom ULV Krems. In diesem Rennen, bei diesem Meeting hat er damals den österreichischen bis heute gültigen Rekord aufgestellt. Bahn 1 der Ungar, Bahn 3 der Deutsche Treffz, Bahn 7 wahrscheinlich Österreichs schnellster Mann, das ist er, Dominik Hufnagel. Das ist der Start zum 400-Meter-Lauf bei den Männern. Der Deutsche im schwarzen Trikot, der großgewachsene Blonde, ist natürlich hier nicht zu übersehen. Auf der Außenbahn wird es natürlich Dominik Hufnagel auch probieren, irgendwie mithalten zu können, sich vielleicht auch treiben zu lassen zu können. Der Deutsche setzt sich jetzt bereits hier an die Spitze, geht hier als Erster in die Kurve rein. Und er hat natürlich nur ein Ziel und das ist das WM-Limit zu laufen. 45,30 Sekunden ist es. Natürlich wird es ein bisschen schwerer jetzt für den Deutschen, weil die anderen auch nicht gerade locker lassen und weil er das Ganze alleine von vorne laufen muss. Johannes Treffz aus Deutschland, deutscher Meister im letzten Jahr. 4 Zehntel fehlen ihm mit seiner Bestleistung auf das WM-Limit. Jetzt ist er hier auf der Zielgerade. Was bringt er hier für eine Leistung, Johannes Treffz? Ach, 46,56 Sekunden. Das ist leider ein bisschen zu weit weg noch, um von einem WM-Limit sprechen zu können. Trotzdem Gratulation, gute Leistung. 46,56 Sekunden inoffiziell von Johannes Treffz aus Deutschland. Er gewinnt das Rennen trotzdem souverän. Schauen Sie sich diesen Vorsprung an für den Deutschen. Und den haben wir schon öfter in Österreich bei den Meetings gesehen. Den werden wir auch wiedersehen. Trotzdem fehlt da noch über eine Sekunde auf ein WM-Limit für den Deutschen. Ja, so schnell kann es gehen und ein Rennen ist vorbei. Das war das sogenannte A-Finale. In Kürze dann der zweite Lauf auch noch über die 400 Meter bei den Herren. Das wird dann der B-Lauf sein. Wir werden aber natürlich immer wieder uns verteilen, immer wieder switchen zwischen 400 Meter jetzt und dem Weitsprung der Damen. Rechts Dominik Hufnagel, links der Laufsieger Johannes Treffz aus Deutschland, deutscher Meister 2018. Yeah.